Ja, von wem wurde ich denn jetzt bitte hier drauf? Der hat doch definitiv durch die Wand geschossen, ey. Das hat er nicht. Der hat Feuer erschossen, ja, deswegen. Vielleicht kann ich die ja alle hier rauslocken. Ah, jetzt weiß ich das. Ich weiß gar nicht, ob das so gut war. Aber ich glaube, das war genauso schlau wie alles andere. Nee, kein bisschen gut. Ach, da kam sie von der anderen Seite. Auf der anderen Seite haben sie also auch schon mal gehockt. Naja, ist doch klar. Das war der gleiche Gang, wo ich. Also das hier drüben. Ist ja der gleiche Gang. Sie sind natürlich von der anderen Seite hingekommen. Ich glaub ja nicht, wie mich die Stelle jetzt gerade ankotzt. Ich kann es mir gerade sehr gut nachfühlen. Dann muss ich es anders probieren. So, somit wäre natürlich das Problem einigermaßen geklärt. Und ich denke, hier dürfte das klappen. Jetzt muss ich das wie so ein Anfänger machen. Ich speichere jetzt heute erstmal ab, denn das muss jetzt einfach klappen hier. Aber man muss sagen, es funktioniert. Das ist nicht schön. Krass. So. Wie es weiter jetzt, seht ihr im nächsten Part. So, und da. Ich habe nicht gespeichert. Also, ihr müsst bedenken, damals habe ich noch Fraps benutzt gehabt. Und da hat immer alle 4 GB, 3,9 glaube ich, das Video gesplittet. Das hieß, ich habe dann, keine Ahnung, 3, 4 solche Videoteile dann gehabt, und um eine bessere Übersicht zu haben, habe ich die dann in einzelne Ordner gepackt. Also ich konnte das nicht mit Klammergriff machen, sondern musste immer komplett aus dem Spiel raus, und dadurch ist mir manchmal passiert, dass ich dann vergessen habe zu speichern. Und dadurch, ja, ist mir dann wohl hier der Speicherpunkt abhanden, beziehungsweise habe ich halt einfach nicht dran gedacht und ärgere mich jetzt natürlich, dass ich wieder von 4 aus anfangen muss. Bin ich wieder im Ruckelzustand? Moment. Oh Gott. Nee, das ist nochmal die 8. Folge. Was soll denn der Quatsch? Ja, das ist nochmal die 8. Folge. Oh, was, ey. Das ist halt ein Bug. So, kriegen wir das jetzt hin? Nicht so wirklich. So, ist mir egal. So, kurzer Cut. Oh, jetzt fällt mir gerade auf, dass es total umsonst war, dass ich das alles mache, weil das ist jetzt im Prinzip die letzte Folge, die ich nochmal angehe. Hier. Ich mache jetzt nur noch den 9. Hallo? Ich mache nur noch mal die 9. Folge. Ach, super, jetzt sehen wir das nicht mal. So, und deswegen wäre das alles andere jetzt vollkommen umsonst gewesen. Aber das muss ich dann sowieso nochmal abändern. Gut. Jetzt ausblenden. Und weiter geht's. Oh, da bin ich wieder. Viel ist nicht passiert. Die sind jetzt hier nur noch hingerannt, wie die Bekloppten. Und laufen in mein Schussfeld rein. Ist doch gut. Schön. Querschläger gibt's hier hoch. Ja, wie gesagt, es tut mir jetzt auch leid, dass ich hier die ganzen Part gefällt habe. Und zwar nur wegen dieser einen Stelle hier. Sag mal 2¼. Aber jetzt packt der Kanister und meine Munition, und das ist das, was sich eigentlich an der ganzen Sache schon lohnt. Naja, so, es gibt, lohnt tut sich das nicht, ne?
Ich hatte vorher 30% Leben und 50 Schilde. In Munition habe ich eigentlich alles nur verschwendet. Sinnvoll war das jetzt nicht. Also im Prinzip, eine Sache war daran sinnvoll, dass ich halt die Geschütztürme jetzt an dieser Stelle da erledigt habe, weil da kommt man dann halt nochmal hin. Ja, naja. Okay. Dann weiter im Text. Und da kann ich nochmal zum Abschluss an diesem Punkt zumindest sagen, richtige Planung ist wichtig. Also die Ressourcen wirklich alle wissen, wann man was braucht. Nicht alles auf einmal verschwenden. An dem Punkt ist wichtig zu sagen, wenn man ein Spiel schon kennt, sollte man zumindest im Voraus schon mal nachdenken, okay, was brauchst du denn wann? Und deswegen, seit ich das hier gemacht habe, achte ich nochmal immer extrem stark darauf, dass ich an dem Punkt noch diese Minen habe, weil es erleichtert die Sache um einiges. Oh ne, das mache ich nochmal. So bin ich, dem will ich hier nicht durchrennen. Sturkopf halt. Schön, wie er mir reinrennt. Oh, ich hab's immer noch Jetzt zu übersehen, oder? dem, was. Ich seh's Egal. auch nicht. Das war nicht mal da gewesen, also habe ich das vielleicht offline noch geholt gehabt. Ah. Passt. Oh. Oh, das ist fies. Also, das ist halt das Miese an den ganzen Ruckler-Einheiten gewesen, dass da so oft einfach gestorben ist, wo man einfach sich darauf verlassen hat, dass alles glatt läuft. Und dann mit einmal war ein Leck drin und man wurde von irgendwen dann doch noch im Leck getroffen oder man läuft weiter. Das System denkt, man läuft immer noch, obwohl man eigentlich schon längst die Anfang der Taste genommen hat und dann, ja, naja. Das war teilweise echt fies, aber ich muss sagen, es gab später andere Sachen, die mich viel mehr genervt haben. Ja, und dazu komme ich dann auch, um dann noch zu sprechen, aber heute nicht mehr. Heute bringen wir nur noch diese Folge hier zu Ende. Aber genau sowas, was ich meine. Da kam er mir direkt entgegen und da habe ich den mit einmal schnell erledigt. Jetzt bei dem nächsten Versuch funktioniert es einfach nicht. Wie ich vor einigen Folgen schon mal meinte, wenn die Aufnahmen an sind, dass das quasi immer alles schief läuft und wenn dann die Aufnahmen nicht mehr an sind, dann läuft doch alles gut. Das kann nicht wahr sein. So. Aber es ist halt dieser Das Vorführeffekt. war ja hier nichts mehr. Ja, als nächstes muss ich jetzt ganz schnell dann auf das Schiff darauf. Und jetzt sage ich auch gleich sofort, wie, wenn es funktioniert. Oh, komm, lass mich jetzt hoch. Auch hier wieder der Oh, nee, und ich Vorführeffekt. bin natürlich gleich in die falsche Richtung gelaufen. Aber es hat gerade so geklappt. Krass. Diese Minen hasse ich wie die Pest. Also ganz ehrlich. Das liegt auch so ein bisschen an den Gegnern. Also, wenn man es richtig macht und wenn man erstmal die Gegner sich ausgeguckt hat und man sich nicht, also nicht in Hektik geregt, und das passiert mir aber in diesen Minen ständig, dann kriegt man die Gegner, die da drin sind, sehr gut weg. Aber ihr werdet gleich sehen, das lasse ich doch mal drinne, dass die super nervig sein können, wenn man deren Angriffsmuster und so weiter nicht ausgeguckt hat. Und zwar, habe ich mir gedacht, dass bei meinen Lieblingsspielen ich einfach mal sage, ja, das habe ich. Das passt gerade sehr gut, dass ich bei diesen Spielen sage, ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. Das passte gerade sehr, sehr gut. Oder so als Gegenpasser. Ich erzähle ja gerade was und der so. Das kann auch nicht sein. Nee, das will ich jetzt nicht hören. Doch. So mir die Stellenansage, die ich am meisten an diesem Spiel nicht mag oder hasse. Weil entweder die Stelle einfach blöd ist oder wie zum Beispiel hier, dass hier 100.000 Gänge sind und dass, wenn man sich einmal da verläuft, dass man hier auf einmal wieder rauskommt und oder halt, wo man einfach überhaupt nicht weiterkommt, weil es nicht ersichtlich ist, oder weil man 100.000 Mal abkribbelt, weil man
zum Beispiel nicht mal selber was für kann, sondern weil man zum Beispiel eine Person beschützen muss oder mehrere, die einen einfach aufgrund des Schwierigkeitsgrades sofort abkrepeln. Das war auch eins meiner Hassstellen, aber näher ins Weite oben ist wirklich nur, weil es so blöde verwinkelt war. Diese sogenannten Haltestellen habe ich dann, glaube ich, nochmal in der Wiederholung auch nochmal gemacht, habe das aber, glaube ich, ein bisschen besser gehandhabt. Und das war, ja, auf Platz Nummer 5. Denn hier kribbelt man eigentlich nicht ab, sondern man hat wirklich mehr so das Problem, dass man sich da leicht verläuft. Gibt's hier auch schon den nächsten Gag? Naja, Typen. Bei den Viechern ist aber die Strategie super simpel. So. Da sieht er jetzt mal überhaupt, wie das Vieh aussieht. Und zwar, wenn die dann näher sind, bleiben halt irgendwann auch stehen. Und das mal, passiert immer dann kurz bevor sie angreifen und springen dann erst hoch. Also deren Angriffsbooster ist halt sehr, sehr langsam. Ich bin dann einmal rückwärts gerannt und habe die versucht so abzuknallen, aber dadurch verschwendet man einfach nur eine Menge Munition. Einfacher ist wirklich zu warten, bis sie zu einem gekommen sind und dann macht man einfach ein paar Schuss und dann sind die sehr schnell weg. Und das ist das Einzige dann, dass es halt für die sehr viel einfacher ist, einzutreffen und dadurch kann es sein, dass man halt einiges an Leben einsteckt, aber wenn man jetzt mit dem Leben nicht gerade sehr schlecht umgeht, an dem Punkt, kann man das eigentlich alles ohne Probleme schaffen. Also ihr seht, so geht das auch, aber es ist halt, man verschwendet sehr viel Munition dabei. So, ja, es ist nicht nur, dass es so verwinkelt ist, es ist auch einfach, weil man verschwendet so dermaßen viele Schüsse für die Viecher. Ja, das ist auch tatsächlich der Hauptgrund. Jedes Mal, wenn ich dann aus einer der Minen raus war, also ist nicht die einzige Stelle. Hier ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Also, das war dann wahrscheinlich nicht die erste Stelle, die ich meinte, aber jedes Mal, wenn ich rauskam, hatte ich davon überhaupt keine Munition mehr und von dem anderen nur noch so die Hälfte vielleicht. Ja, ich kann es auf jeden Fall, auch wenn ich heute besser damit umgehen kann, das nachvollziehen. Und aber auch eine gute Strategie, dass man einfach nur einzelne Schüsse abgibt. Man verschwendet tatsächlicherweise sehr viel weniger Munition, wenn man einfach nur einzelne Schüsse abgibt, statt mal die Schnellfunktion zu nutzen. Ja, das ist doch besser gelaufen, als ich dachte. Aber das ist, wie gesagt, für mich eines der Stellen, die ich hasse, weil es ist wirklich sehr stark verwinkelt. Ich bin dann immer vorhin rechts gelaufen und es konnte nicht funktionieren. Ja, aber wie gesagt, das war nicht diese Stelle. Ja, ich lasse das nur noch durchlaufen. Also es sind da nur noch So, eine sprich Minute erstmal. vielleicht. Das ist ja im Prinzip ja auch gleich Abmoderation. Normalerweise spiele ich das ja wirklich. Nee, da ich jetzt noch nicht hoffe, erst wenn die. Das heißt, im nächsten Part. Ja, im nächsten Part springe ich darauf. Schnauze. Euer Dark Saber Black. Und bis dann. So. Ja, dann war es das erstmal. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Session. Ja, dann werde ich morgen früh schon mal ein bisschen was schneiden. Oh Gott, das ist eigentlich immer das, was ich am liebsten mache. Also, das macht mir auch sehr viel Spaß, aber immer das Zusammenschneiden. Ich bin ein großer Fan von sowas tatsächlich. Gut. Dann bis zum nächsten Reaction-Session-Projekt. Whatever. Also, nee, Projekt geht dann noch weiter. Also, bis zur nächsten Session. Bis dann.